Moin, Moin und Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Emergency 4. So, und ich möchte jetzt kurz mal am Anfang des Videos darauf hinweisen, dass sehr viele, die diesen Kanal, die meine Videos sehen und wahrscheinlich auch ständig verfolgen, keine Abonnenten sind. Deswegen, wenn euch die Videos wirklich gefallen, wenn ihr schon welche gesehen habt und wisst, euch gefallen die Videos, könnt ihr gerne ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Damit würdet ihr mir sehr helfen. Ich würde wissen, es gibt noch mehr Leute, die die Videos wirklich gerne mögen. So, und dann fangen wir mal an. Im letzten Video hieß es ja, dass ich etwas leise bin. So, jetzt habe ich das Mikro einfach ein Stück weiter zu mir gebracht. Damit werde ich etwas lauter. Ne, ich habe ja so ein kleines Standmikro. Deswegen ist die Tonqualität auch jetzt viel, viel besser als in den alten Videos. So, dann wollen wir mal warten, bis irgendwas hier kommt, irgendwas passiert. Ein Baum auf Straße. Gut, dann wollen wir mal die 17 alarmieren. 17, genau. Naja, ich muss ja noch den Timer einstellen. Hallo, da geht doch. Wie sieht's? Ach ja, die Polizei brauchen wir auch. Zur Regelung des Verkehrs. Oh, es ist laut. Und wir haben einen Verkehrsunfall. Hier ist anscheinend ein Auto außer Kontrolle geraten. Und ja, der ist anscheinend nicht damit eingebunden, sondern hat nur geholfen. Dann brauche ich noch die Pol, habe ich dann alles. LHF, Clef, RTW, Neff brauche ich noch. Ein Neff will ich haben. Gut. Genau, eine Person ist anscheinend angefahren worden oder so und eine Person ist in dem Auto eingeklemmt. Und er ist halt Ersthelfer. Was ich auch gut finde, dass man sowas einbaut. Was macht die Polizei da? Polizei fährt ungewöhnliche Wege. So, als allererstes steht natürlich die Sicherung der Einsatzstelle. Und wir haben ein Feuer. Dahin alarmiere ich. Ja, ich sollte vielleicht mal den Ton meines Handys ausmachen. Ja, damit alarmiere ich mal das TLF. Ne, nicht DL, das TLF. Gut, Straße muss gesichert werden. Okay, der RTW kann weiter nach hinten. Du sollst doch einfach nur hier vorfahren. Nein, fahr halt 20 Kilo. Ja, ist okay. Meine Güte, so, dann bleibst du halt hier stehen. Ist auch gut. Ja? Jawohl. Neff ist auch schon da. Das ist schön. So, RTW. Ist in Arbeit. Die fangen an zu schneiden. Baum auf Straße wurde beseitigt. Dann können die eigentlich gleich mitfahren zum Feuer. Sofort. Die alarmiere ich denn? Ja, die müssen unbedingt mit zum Feuer. Bin unterwegs. Jetzt kann es sein, dass da noch irgendwas passiert. Gut, wir haben hier noch eine zweite Person, die behandelt Arbeit? Werden muss. Ja, alles klar, auf dem Weg. Auf dem Weg. So, die kann wieder Status 1 gehen.
Für die zweite Person ist ein Notarzt erforderlich. Da sind die beiden vom Angriffstrupp. Schon unterwegs. Ja, die Autos fangen auch schon an, Feuer zu fangen. Wir brauchen eine Wasserversorgung und einen weiteren Puppen. Gut, was haben wir hier? Ja, Notarzt soll es vielleicht auch mal behandeln. Dann funktioniert das auch, ne? Die fahren Streife. Überhaupt Polizei hier erlangt? Anscheinend ja nicht. Auch gut. So. Auf dem Weg. Ja, wie wär's, wenn du behandelst? Meine Güte, wo liegt dein Problem? Was gibt's? Notarzt behandelt einfach nicht. Ja, da hat er keinen Bock drauf. Kriegt ja kein Geld für, oder was? Ja, schon unterwegs. Gut, das Feuer ist soweit aus. Das Auto kann wieder einrücken. Beziehungsweise eigentlich nicht. Eigentlich muss ich mir noch mal mit Papa gucken. Kein Problem. Ja, bin unterwegs. Gut, dann wollen wir mal. So, die fährt ab. Braucht die Polizei an einer anderen Stelle. Ja. Ja gut, es staut sich ein wenig, ja. Ist in Arbeit. Feuer 4 Staffeln. Bin unterwegs. Ach du Kacke. Was gibt's? Oh, ach, unten in der Ecke, ja. Ganz, ja, hier brennt ein ganzer Häuserblock, geil. Die 1.5 alarmieren. Die FF alarmieren. Eine LHF, IEW und von der 1.2 will ich eine DLK haben. NEF und RTW ebenfalls alarmieren, genauso wie die Pol. Ach ja. Habe ich den Einsatz so gut wie abgearbeitet? Ja. Er macht doch das fertig. FF ist auf dem Weg. Sofort. Ja. Viel zu tun. Viel zu tun. Höre, wird ausgeführt. Ja, ist in Arbeit. Wird umgehend durchgeführt. Alles klar. So, hier, zack, einrücken. Was gibt's? Mitgemacht. Einsteigen. Was gibt's? Dann sind die Einsätze soweit durch. Bin unterwegs. Ne? Oh. Gott, ist das laut. Bleibt hier stehen. So, ich muss ein Übergreifen des Feuers auf den weiteren Gebäudekomplex verhindern.
Ne, nicht, dass hier alles in Flammen aufgeht, das will ich ja nicht. Ein bisschen weiter weg. Sonst fängt er wieder an zu husten und das dauert wieder 20 Jahre, bis er Ja. da überhaupt mal irgendwas hinkriegt. Bin unterwegs. Das Gebäude brauche ich noch gar nicht löschen. Ich muss erstmal das Feuer in Schach halten. Gut, ihr alle verzieht euch einfach mal woanders hin. Wieso fährst du jetzt? Oh Mann, ey. Warum? Nein, das will ich nicht. So, Driller, der fährt ein Stück weiter ran. Driller, der baut sich auf. Ja, Gebäude löschen, mein Freund. Du hast auch was zu tun heute, ja. Ist halt immer doof, dass hier direkt ein Verkehrschaos entsteht. Ne? FF kann wieder anrücken. Verkehrsunfall ist abgeschlossen. Brenn PKW. Ja, da kann die FF gleich wieder mit rausfahren. Der EWA ist auch wieder im Einsatz. Feuer ist aus. Schön. Ach ja, die brauchen ja noch mal Wasser, damit das Auto wieder voll ist. Gut, die können wieder einrücken. Die Wegfindung ist manchmal sehr, sehr, sehr interessant gestaltet, muss ich mal so sagen. Das aber stelle ich mal hier hin. Pol kann ja mal Verkehr umleiten. Brennt noch ein PKW in Berlin. Oha. Da schicke ich mal das LHF hin. Das ist ja sowieso gerade verfügbar und draußen. LHF, Pol. So, Feuer ist hier aus. Ja, was ist das denn jetzt hier? Ich dachte, der kommt gerade wieder zurück. Ja, fahr einfach so, wie du willst. Kein Problem.
Kein Problem, alles gut. Ja, RDW einrücken. Polizeifeldstreife einrücken. So, hier ist auch noch nicht alles wieder abgebaut. Jetzt muss ich hier aber aufbauen. Ich habe immer drei Einsatzstellen gleichzeitig. Ich muss immer an drei Einsatzstellen gleichzeitig was zu tun. Ey, hallo? Pumpe aktivieren? Junge, Pumpe aktivieren! Was ist denn da los? Muss ich es halt anders machen. Du soll. Was stimmt denn nicht mit euch? Feuer löschen! Meine Fresse! Gut, die Person wird einfach mal ins Auto gepackt. Keine Ahnung, was man mit solchen Leuten macht. So, Pumpe deaktiviert. Schön, schön, schön. Ab ins Auto damit. Oder mit der Person. Und die kommt in RDW. Die hat ja schon mal gehustet. Deswegen ab in RDW und dann wird sie auch mal gebracht und untersucht. Ich komme nicht dazu, von einer Einsatzstelle was ganz entspannt abzubauen. Weil ich einfach fünf weitere Einsatzstellen kriege. So, hier haben wir einen Feuer 1. Ach, da können die ja sofort was machen. Stell meine Wasserversorgung aufbauen. Oh Mann, ey. Alles steht hier im Weg rum. So, ich habe die Lage ja soweit ganz gut unter Kontrolle. Pumpe deaktiviert. Schön. Feuer ist aus. Wunderbar. Ne, Wasserversorgung wird aufgebaut. PKW ist schon weg. Auch schön. Und ihr fahrt dann zur Wache. Hier steht noch ein Feuerwehrmann. Warum steht. Nein. Verdammt. Verdammt. Der gehörte noch zu dem 11. Ah. Zu dem 1,5er 11. Na gut, egal. Passiert mal mit, ne? Schön, schön. PKW brandet auch aus. Die können ins Krankenhaus fahren. Pol hat jetzt Bestatter verständigt. Bestatter. Pff. Nee, nicht Bestatter. Abschleppdienst. Bestatter, ja. Bestatter fürs Auto. Ist halt Bestatter, ne, fürs Auto. Vor allem, wenn es so abgebrannt ist. Da kannst du ja kaum noch was rausholen. Ein paar Ersatzteile vielleicht. Oder mehr? Mehr wäre das nicht. Also. Unfall bei Verladearbeiten. Aha. Da unten. Bei dem wunderbaren Betrieb da. So, die fahren wieder heim. Der steht hier rum. Gut, dann alarmiere ich mal die FF, den Kran, das NEF aus Schöneberg,
Was brauche ich noch? Ein RDW. Ein RDW von 1,5. Und natürlich die Polizei. So, ich denke mal hier, ja, der Abschlepper ist ja gleich da. Dann kann gleich. Ne, jetzt, genau, jetzt kommt er. FF ist auch auf dem Einsatz. Auslösung BMA. Nur wo? Hier? Oder hier? Ich weiß gerade nicht, wo die BMA. Also hier nicht. Sag nicht, da unten ist jetzt auch eine BMA ausgelöst worden. Tatsache, da unten ist die BMA noch ausgelöst. Damit hat sich die Lage da unten ja komplett verändert. Dann brauche ich nämlich noch ein EEW. Ein EEW und eine DL. Die DL, wo kriege ich die DL her? Von der 1-2, ja. Ich glaube, ich habe immer eine DL von der 1-2, ne? Ja, eine verletzte Person ist hier, aber die BMA-Anlage ist nicht bestätigt. Wird umgehend durchgeführt. Gut, also die BMA ist nicht bestätigt. Die FF bleibt hier. Weitere Einsatzkräfte sind ja bereits auf dem Weg. Genau, wir haben jetzt das Problem, dass hier ein Container abgestürzt ist und eine Person unter sich begraben hat. So, da wir nicht einfach jetzt das anheben können, brauchen wir das große rote Ding hier. Den Kran von der vom technischen Dienst aus Berlin. Eine Person in einer Notlage. Was haben wir denn hier? Eine Person unter einem dicken Ast. Wie auch immer sie da hinkommt, weil Bäume sind kilometerweit gefühlt nicht da. Naja. Immer das Kuriose. Das ist im Feuerwehrdienst immer so. Es gibt immer kuriose Dinge. Genau, RDW ist bereits da. Da werden sie sich freuen, ne? Ja. Warte. Schon unterwegs. Ich meine, sie haben gerade vor 2 Sekunden die Feuerwehr gerufen und der Rettungswagen ist da. Auf dem Weg. Was gibt's? Bin unterwegs. So. Feuerwehr vorgehen. Der Kran ist da. Schön, 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 schön. Das ist doch mal da. Ist das der EEW? Ja, das ist der EEW. Der kann die BMA wieder zurücksetzen. Notarzt kann sich ausrüsten. Genau, BMA wieder zurücksetzen. Bitte behandeln. Auf dem Weg. EEW kann auch wieder heimfahren. LF, die LFs können wieder heimfahren. Die haben auch nichts gemacht. Ja, damit die Kräfte hier in Berlin wieder. Ach ja, die DL kommt. Was mich mal interessieren würde, ist, ob alle DL so rot sind. Ob er nur dieses eine Modell drin hat. Das will ich jetzt mal gucken. Ach Leute.
läuft der jetzt los, oder? Weil ich jetzt eben auf die... Ja, er läuft jetzt zur Kreuzung. Naja. So, einmal behandeln. Notarzt erforderlich, okay. Dann brauche ich noch einen Notarzt. Von wo kriege ich ihn? Von 1-2. Schöneberg ist ja gerade im Einsatz. Stimmt, ich wollte mal gucken, ob die. Weil die DL ist eine andere, das weiß ich. Dann hole ich mal alle DLs hierher. Alle auf einen Schlag. Ich weiß, ich mache jetzt in einem Video ein Experiment. Das ist auch wunderbar. Was gibt's? So. Wird ausgeführt. Ja? Nolatz kann wieder einsteigen. Jetzt kann der Kran den Container runterlassen. Ja, runterlassen. Wieso funktioniert das nicht? Ist ja kacke. Ah, jetzt funktioniert es. Was gibt's? Gut. Du auch Status 1 und einrücken. Genau, er baut sich jetzt ein und fährt wieder nach Hause zur Waffe. Warum auch immer er immer noch hinten Blaulicht an hat. Anscheinend. Naja. So, die erste DL ist da. Genau, das ist eine andere. Ist der Notarzt schon da? Notarzt ist noch nicht da. Feuerwehr kann einrücken. Ne, jede Wache hat eine andere DL. Ich habe drei. Habe ich drei DLs? DLKs? Ja. Gut, dann habe ich das auch geklärt. Jede Wache hat eine andere DLK. Das ist schön. Gut, was haben wir? Alkoholisierte Alkoholisierte Person. Oh wow, es ist abgestürzt. Okay. Gut, da es jetzt nur noch 3 Minuten gewesen wären, werde ich das trotzdem hochladen. Wie am Anfang schon erwähnt, ja. Wenn euch die Videos gefallen, dann könnt ihr und ihr regelmäßig die Videos guckt, wenn ihr sie irgendwo seht, dann könnt ihr auch gerne abonnieren und eine Glocke da lassen, wie ich schon am Anfang erwähnt hatte. Weil die meisten meiner Zuschauer sind keine Abonnenten. Das heißt, die meisten, die mich gucken und vielleicht sogar ein Like da lassen, was wunderbar ist, sind keine Abonnenten. Und wir brauchen jetzt noch 9 Abonnenten zu 200 Abonnenten. Und deswegen nochmal der Aufruf, wenn euch die Videos gefallen und ihr mich regelmäßig gucken wollt, dann klickt ihr auf Abonnieren und auf die Glocke und auf alle Benachrichtigungen. Dann kriegt ihr wirklich alles von mir mit. Und auf Wiedersehen.